So, da sind wir wieder. Und es ist der letzte Abend vor dem Splatfest. Welche Eiscreme ist die leckerste Eiscreme? Hier splatten wir gerade noch mit Bubblegum, mit pinkem Bubblegum. Ja, mein Name ist Kip Supernova. Willkommen bei einem weiteren Video zu unserem allerlieblingsspiel Splatoon 3. Und der Kampf beginnt. Wir sind jetzt in der Trainingsrunde, das heißt, ich bin in der Trainingsrunde. Warum sagt man eigentlich immer, wenn man ein Spiel Let's Played in der Wirtszeit? Ich bin doch alleine. Naja, egal. Und jawohl, es geht gleich mit Blau los. Also Blau ist immer gut. OTK hat einen Football-Helm oder was das ist. Das sieht schon ziemlich cool aus. Na, vielleicht gehe ich nachher einkaufen. Mal gucken. So, erste Runde von, ich würde sagen, drei knackigen Runden vielleicht. Probiere ich nachher noch ein paar andere Waffen aus. So, just for fun, aber diese RG Airbrush ist momentan die Primärwaffe. Ich habe mit der komme ich einfach am besten zurecht. Der High Hammer, der funktioniert. Ja, wenn er funktionieren soll und kann. So, die B ist erledigt. Und, aber manchmal, Sternchen erledigt, bevor ich ihn noch weggesplattet habe mit dem Medusa Kleckroller. Ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Meine Woche war so durchwachsen. Es war halt wieder ziemlich warm. Oder es ist immer noch ziemlich warm. Augenblicklich ist es. Na toll, jetzt sehe ich gerade kein Wetter. Jetzt zeigt Windows irgendeine andere Nachricht an. Egal, kennt ihr das eigentlich bei den neuen Windows, wenn man, man kann an der Tastleiste mit der Maus eigentlich gar nicht mehr richtig entlangfahren, ohne dass irgendetwas aufploppt oder irgendeine. Das ist wirklich richtig nervig. Also wenn man ein Video guckt oder irgendein Spiel gucken will oder irgendwas und will den Mauszeiger aus dem Weg haben. Ah, jetzt sehe ich es. 24 Grad. Schön. Dann kommt die Maus an der Tastleiste unten immer an irgendetwas dran und dann ploppt irgendwas auf und im schlimmsten Fall sind es die Nachrichten. So, die Kugel. Erwischen wir den, bevor er die Kugel natürlich direkt auf uns ab. Und, nee. Airbrush RG, das ist ja dieselbe Waffe. Ist das nicht dieselbe Waffe? Nee, das ist eine andere. Nee, ich habe gar nicht Airbrush RG, das ist ja was. Ach, ist egal. Es ist einfach viel zu warm. Das Gehirn funktioniert nicht. Wir sind ja auch schon in Gefahr. Und, ja. Apropos Hitze, apropos Wetter, jetzt soll es ja Maßnahmen geben, wie man mit der Hitze in Zukunft besser fertig werdet. Weil, ja, den Klimawandel gibt es ja zwar nicht, meinen ja manche, aber es wird dann trotzdem wärmer und pipapo. Das ist ein heikles Thema. Es ist ein heißes Thema. Wo bist du denn jetzt hergekommen? Tintyran. Mit welcher Waffe kann man Tintyran machen? Das wird mich mal interessieren. Ja, wegen Waffenkauf und so, da kommen wir später noch dazu. Das heißt später noch dazu, es gibt ein separates Video. Planlos ins Splatville, also das will ich euch jetzt nicht alles in einem Video hier antun. Vor allem die Nervigkeit meiner Steuerung, wenn man selbst versucht, so, ja, die Kugel natürlich direkt auf mich in die Ecke, Hauptsache mal erwischt jemanden. Nichtsdestotrotz, ich färbe ein, 1000 habe ich ja schon erreicht, das ist wenigstens etwas. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, wegen Waffenkauf und Arti, der Waffenhändler. Das kommt in einem separaten Video, da werde ich mal ein bisschen, ja, Kritik üben, sage ich mal. So. Ja, auch, dass die Animation wieder hakt, ist ja klar, die braucht immer ein paar Ansätze. Jetzt habe ich mir überlegt, hey Kip, du bist doch so ein Schlauberger, warum machst du die Animation einfach nicht ein paar Mal testweise, bevor du die Aufnahme startest von dem Video? Ja. Habe ich ja neulich auch gemacht und es hat trotzdem gehakt. Von dem her, ich kann gerne nochmal drauf drücken. Ja, jetzt funktioniert's. Dafür haben wir jetzt in der Trainingsphase hier, in der Wartephase in der Lobby, das wunderschöne Blau in so Neonfarben. Ich kann mal kurz gucken, wie es aussieht. Und dann der Highhammer. Ich könnte es mir stundenlang gucken. Wunderschön. Warum hat es jetzt so gehakt? Komisch. So, ja. Ja, cool, cool. Ja, das kommende Wochenende, also dieses Wochenende ist ja jetzt das Splatfest, wenn ihr das jetzt seht. Wenn ihr das heute jetzt am 14. Juli 2023 seht,
ist morgen übermorgen das Splatfest mit dem Thema welches leckere Eiscreme. Ich bin im Team Pfefferminzeis. Ich mache jetzt da nicht lange groß Geheimnis und enthülle dann, bevor das Splatfest anfängt, weil, ja, das ist irgendwie, warum nicht sofort sagen, welchem Team das man ist. Und ich war mir relativ schnell sicher, in welchem Team ich sein möchte, weil Pfefferminzeis ist einfach das Beste und für mich. Und es geht in die zweite Runde. Ich glaube, wir haben auch gerade die Pfefferminz-Eisfarbe. Sehr schön. Pfefferminz übrigens tötet Bakterien ab. Ist gut für den Hals. Ist gut für den Bauch, für den Magen. Also, wenn man es nicht übermäßig genießt, aus allem so. Und es soll auch Spinnen abhalten. Vor allem Pfefferminzöl. Also, wenn ihr Angst vor Spinnen habt, ich habe natürlich keine Angst vor Spinnen, so den Player haben wir weg, also diese kreativen Player-Namen sind. Dann legt euch Pfefferminzpflanzen zu, Lavendel ist auch gut, soll auch gut sein, und Pfefferminzöl. Auf der anderen Seite, Spinnen im Haus zu haben, soll ein Zeichen sein, dass man keine Schadstoffe in der Luft hat. Das ist auch doch auch irgendwie sehr beruhigend. Also wie man es dreht und wendet, ne? Toll. Und weggesplattet von TK. TK, ja, der Jungspund. TK, ja, wie geht deinem Digimon? Ja, ganz toll. So, ich färbe hier mal die Base ein. Der Gegner ist schon in Gefahr. Das muss man jetzt halten, weil wir haben schon ein Spiel verloren. Das heißt, ich habe schon ein Spiel verloren. In dem Fall wir, das ist ja ein Team. Und noch ein bisschen ranhalten. Es ist ja eigentlich auch noch kein Splatfest. Also alles noch im grünen Bereich. So, TK geht zurück ins Digimon und ist auch erledigt. Doppelkill, das sieht man selten bei Kip, ich weiß. Aber auch Kip wird immer besser. Und so soll es auch sein. So, erwischen wir den. Erwischen wir den mit vereinten Kräften. Okay. Ich will mal auf die Gegnerbase hoch. Hier die gemeinen Gitterroster, wo man nicht schwimmen kann. Da glitscht man dann durch. So, Player ist auch erledigt. Wunderbar. Oh, ich glaube, es sieht sehr, sehr gut aus diesmal. Wunderbar. Nein, da ist die Map zu Ende. Da kann man nicht mehr färben. Und es ist auch nicht empfehlenswert, von der Map runter zu springen. Ich meine, das ist eigentlich möglich, aber dann ist man tot. Also dann muss man respawnen. Und wenn ich schon tot gehe, dann wenigstens von einem Gegner, so wie hier jetzt. Von, wer hat mich gesplittet? Player. Und Player ist aus der Map rausgesprungen. Schön. Gerade haben wir es davon gehabt. Ja, so schließt sich der Kreis. So, die letzte Minute läuft. Schaffe ich noch die 1000 Splatpunkte? Ich würde sagen, ja. Ich habe ein gutes Gefühl. So, 9998, 999 und 11, 1001. Wunderbar. Das geht hier ab. Ja, das schaffen wir mit links. Jetzt heißt es eigentlich nur noch tapfer einfärben. Ich glaube, das kann der Gegner nicht mehr einholen. Was wir da jetzt an Vorsprung haben. Schaffe ich den noch? Nein, ich schaffe ihn nicht, aber es ist auch egal. Runde 2 ist ein eindeutiger Win. Mit überragender Mehrheit. Ach, und übrigens, ich habe ja jetzt die neuen Schuhe an. Ich habe noch gar nicht geguckt, was die für Vorteile bringen. Ich habe sie halt gekauft, weil sie gut aussehen. Und wenn das Splatfest vorbei ist, werde ich dann auch die Jacke dazu mir dann zulegen. Also ich habe sie schon, aber anlegen, also anziehen. Ich meine, ich habe sie auch schon gezeigt. So, oh, Platz 1, wunderbar. So, ja dann in die nächste Runde, in die dritte Runde. Für alle, die vielleicht neu einschalten oder neu gucken, ich würde liebend gern, das ist mein großer Traum, Splatoon einmal zu streamen, und zwar in einem Splatfest zu streamen. Leider ist es technisch nicht möglich. Deswegen nicht wundern, wenn trotzdem Livestreams mit Splatoon laufen. Da lasse ich dann die Aufzeichnungen als Livestream einfach laufen, weil
ja, weil keiner, glaube ich, Lust hat, ein 3 Stunden langes Video anzugucken, wo Splatoon gespielt wird, also wo jetzt 1:1 einfach so hochgeladen wird, sondern ich zeichne dann die Spiele vom Splatfest einfach auf und sende sie dann, also wie ein Fernsehsender, sende sie dann einfach live und wer dann zugucken will, kann zugucken, wer nicht, kann es bleiben lassen. Ich werde diesmal dann auch meinen auf den Freundschaftscode, den kann ich vielleicht den Freundschaftscode, den werde ich dann auch einblenden und wer dann vielleicht mitspielen möchte oder mit mir dann im Team Pfefferminz mitspielen möchte, der kann dann mich da gerne adden. Oder ich blende den Freundschaftscode hier auch gleich ein. Mal gucken, ich muss gucken, wo der gerade ist. Ich weiß gar nicht. Ja, ich blende ihn dann hier ins Video dann ein. Also ihr seht ihn dann hier irgendwo. Hoffentlich vergesse ich nicht. Und in der Videobeschreibung werde ich den Freundschaftscode jetzt einfach reinschreiben. Weil ich hab eine Freundschaftsanfrage letzte Woche bekommen, obwohl ich schon ewig lang meinen Freundschaftscode nicht mehr geteilt habe. Ja, ist schön. Also das freut mich. Wie gesagt, es wäre cool, wenn man so eine lustiges Splatoon Gruppe zusammenbringen könnte. Ich habe ja ein paar Leute, wo ich aus Splatoon spiele, eher unregelmäßig. Es wäre toll, wenn man diese Gruppe erweitern könnte. Was in der Gruppe, wir spielen eben alles Mögliche. Oh, da ist wieder dieser komische Ding. Der erwischt bestimmt, ne? Nee, nicht, aber ich habe auch wieder gesplattet. Toll. Ja, da haben wir jetzt neulich Among Us gespielt zum Beispiel. Stimmt. Da habe ich ein paar Aufzeichnungen gemacht von diesem Among Us-Spiel. Das muss ich noch zusammenschneiden. Dann zeige ich euch das. Aber erst nach dem Splatfest. Jetzt ist erstmal. Oh, ich dachte, das ist ein Gegner. Ich bin ja schon total neben der Spur. So, die letzte halbe Minute läuft. Ich will wenigstens noch die 1000 schaffen, wenn wir schon diese Runde hier nicht gewinnen, weil das sieht nicht danach aus, dass wir gewinnen. Ach, das Tier, das gibt es ja auch noch, das Teil. Ich stelle mich jetzt einmal hier mal aufs Dach und lasse einfach Farbe random in die Gegner Farbe regnen. Irgendwie muss doch noch was rauszuholen sein. Fletcher, nee, zu viele Gegner. Und bevor ich den Highhammer aktivieren konnte, wegsplattet, toll. Naja, egal. So ist es eben. Ein bombastischer Loose. Wir hatten da jetzt im Gegnerteam gespielt. Mal kurz 2000. Oder 2008 TK. Ja, TK. Ich glaube, TK hat es faustig hinter dem Football-Helm. American Football-Helm. Oder ist das ein Rugby-Helm? Die Sportler unter euch wissen das bestimmt. Ich bin kein Sportler. Ich bin eh Sportler. Kip ist eigentlich relativ unsportlich. Oder zählt das Laserboard auch? Ah, egal. So, ich will mal eine andere Waffe ausprobieren. Ich versuch mal den Dual Bludger. Der sieht ziemlich cool aus. Aber, oh je, ich hab's irgendwie vergessen, dass der einfärbtechnisch nicht ganz auf der Höhe... Ah, obwohl es geht. Naja, eine Runde kann ich ja mal ausprobieren. Was ist das für eine Ulti-Waffe? Schlage Wellen. Was bedeutet das? Ah, okay. Ah, okay. Gut, probiere ich mal aus. Eine Runde kann ja nicht schaden. Ja, wunderschöne Farbe. Und Sternchen und TK und Y sind im Gegnerteam. Wer nennt sich Y? Also, das sind mal wieder diese kreativen Spielernamen, aber egal. Jedem das seine. Ich muss sagen, wunderschöne Farbe. Also die Farbe gefällt mir. Jetzt ist eine kräftige, leuchtende... Ist das Magenta? Es ist kein Lila. Das ist so Magenta. Das ist so die Ultiwaffe. Was die auch immer bezweckt, keine Ahnung. So, Nolan haben wir weg. Schaffen wir den auch? Den schaffen wir natürlich nicht. Was ist das nochmal?
Tintentyrann, der einzig wahre Vogel. Ja, schön. Ich mag ja Vögel. Also Vögel sind toll. Aber warum der sich jetzt einzig wahrer Vogel nennt? Also das sind ja die Abzeichen, die ja Splatoon das Spiel vorgibt. Da nennt sich ja auch jemand, achso, wie wir den Spinde angeguckt haben, Vention hat ja den Titel irgendwie größter Witzemacher oder so. Vention, falls du das siehst, also das Angebot steht noch, du kannst mal gerne wieder ein paar Lieblingswitze schicken, mal gucken, ob ich ein peinliches Video draus drehen kann. Ich weiß, dass du meine Videos gar nicht anguckst, deswegen wirst du die Nachricht auch nicht sehen. Wenn du sie siehst, dann schreib einfach mal deinen Lieblingswitz in die Kommentare. Hashtag Schleelatz, die schlechtesten Witze aller Zeiten. Nee, Schleewatz. Ja, Schleewatz, die schlechten Witze aller Zeiten. Okay. So, die letzte Minute. Nee, die letzte Minute läuft noch nicht, aber unser Team ist schon in Gefahr. Ich muss gleich mal die Aufnahme kurz unterbrechen. Ich hoffe, ja, vielleicht sieht man es nicht. Wenn man es sieht, dann wisst ihr es. Wenn nicht, dann... So, Klecksbombe. Jawohl, jetzt wieder die Ulti. So. Hat man den Übergang gesehen? Nee, ich glaube nicht. Why? Zweck ist splattet. Den haben wir wenigstens erledigt. Wahrer Vogel. Hat mich auch weggesplattet wieder. Schön. Okay, ah, sieht gut aus. Es könnte noch was werden. Vielleicht wird es noch was. Aber bei der Waffe, ich wage es zu bezweifeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bewege mich zu langsam. Ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht. Das Schwimmen fühlt sich zu langsam an. Es ist irgendwie so beschwerlich. Gut, man muss ja auch mit einer Waffe erstmal trainieren und sich dran gewöhnen. Aber ich werde meine Standardwaffe werde ich beim Splatfest trainieren. Das ist mir einfach sicher. Das ist einfach sicher. Oder diesen Wandschwarper, diesen 3R-Schwarper. Mit dem komme ich eigentlich auch recht gut. Zurecht, der ist zwar einfärbtechnisch nicht mastermäßig, aber killmäßig ist er gut. So, jetzt win or lose. Ah, sieht knapp aus. Nee, es hat leider nicht gereicht. Team Gelb hat gewonnen. Das ist 2-1 für die Gegner. So, wir spielen mehr wie 3 Runden. Ich würde sagen, ich tausche nochmal die Waffe aus und versuche mal den Schwapper, diesen Wannenschwapper. Oder wie das heißt. Oh ja, ein Splatoon-Gamer und weiß nicht, wie die... Ja, 3R-Schwapper. Ja, der blaue. Und weiß nicht, wie die Waffen richtig heißen. Und okay, das ist dieser komische Nebel. Mit dem ich auch nicht weiß, was er bringt. Ich muss mal ein Video machen, wo ich wirklich ein Tutorial für mich selbst mache. Wo ich gucke, naja, was die Ulti-Waffenstellenweise bewirken, was diese Weitwaffenstellenweise bewirken. Es gibt auch Ulti-Waffen, wo ich nicht richtig kapiere. Gut, den Tintenregen, den kapiere ich. Das ist schon mal klar. Tintenschock vermisse ich ein bisschen. So. Oh, der Haihammer oder der Krabbenpanzer. Einfach. Die sind mega. Die besten. So, Orange. Ein kräftiges Orange. Das heißt, ich habe rote Haare. So wie, das ist dieser Düsenjet. Ja, der ist als Ulti-Waffe auch ziemlich gut. Das heißt, wir haben rote Haare. Wunderschön. Ich mag ja rote Haare. Ich finde es eigentlich toll. Das ist der Farbton, wo der... Da, seht ihr das? Das ist skilltechnisch. Ich habe kaum noch Tinte gehabt und trotzdem hat es noch gereicht, den Gegner wegzusplatten. Cool. Sehr gut. Ich arbeite ja gerade an einem Comic, wo die Hauptfigur auch rote Haare hat. Und
Wer surfende Dinos sehen will, merkt sich mal den Namen Surf Raptors. So, Feuer frei, erwische ich den. Ah, man muss schon genau zielen, wenn man nicht trifft, dann geht's daneben. Gut, das waren jetzt große Weisheiten gelassen, ausgesprochen, wenn man nicht trifft, geht's daneben. Schön. Ich will mal wieder auf den Gegnerpunkt rüber machen. Ja, aber der Gegner macht's einem nicht einfach. Ja, es wird einem hier nichts geschenkt. Es wird wieder mal ein mega hartes Splatfest. Das weiß ich jetzt schon. Die Splatfeste, die werden immer brutaler. So, dieser Tintenbob-Roboter, der hat mich irgendwie verfolgt gerade. So, schaffe ich den weg zu splatten? Ja, ich schaff's. Why? Ist weggesplattet? Ja, why? Ja, weil eben. Und TK auch. Leb deinen Traum, denn Digimon. TK, Digimon, ja. Ach, du liebe Zeit. Ist das auch schon 20 Jahre her? Keine Ahnung. So, letzte Minute läuft. Bisher, ich glaube, bisher sieht's gut aus. Ich habe jetzt die. Das schaffe nur ich. Beim Absprung vom Spawnpunkt direkt. Nein! Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Soll ich das rausschneiden? Nee. Das ist mega peinlich. So, TK mal wieder erledigt. Wo waren die überhaupt? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe es ja auch geschafft, mal mit der Goldfisch-Kanone ins Aus zu springen. In dem Moment, wo ich sie hatte. Dann geht das schon in Ordnung. Ja! Wunderbar. Endlich, wir sind wieder da. Mit 53%. Da jubelt er. Ha, die Schuhe sehen richtig cool aus. Ui. Wie heißt denn der? Happy Koala. Happy Koala Bär. Ja, ein cooler Tanz drauf. Super. So. Ich würde sagen, ich beende hier an dieser Stelle das Video. Ich mache noch im Hintergrund natürlich mein Training weiter. Und werde euch separat dann noch ein Video machen, wo ich euch zeige, wo man Waffen kaufen kann. Wir lassen uns ein bisschen von Arti bequatschen, der meiner Meinung nach ein Minion ist. Warum, werdet ihr dann sehen. Ja, wir sehen uns auf dem Splatfest. Das war's. Keep Supernova over and out.